Hi, mein Name ist Tim Deutschmann. Ich untersuche seit meiner Promotion 2014-2015 ausschließlich das Geldsystem. Ich bin dahin gekommen, weil um die Jahreswende 2014-2015 einige fundamentale Dinge gehörig aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das fing an mit einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, mit einem Misstrauen zwischen wichtigen Teilen der Bevölkerung. Die Rechten sind wie Pilze aus dem Boden geschossen in ganz Europa. Da gab es Pegida, UKIP, Vlaamsblok, in Frankreich der Front National, Populisten überall. Und dann gab es die Linken, die in Frankfurt gegen die EZB gehetzt haben. Ja, und überhaupt eine Temperatur in der Gesellschaft, die immer heißer wurde und immer größere Spannungen. Und ich habe das bis zu diesem Zeitpunkt von meinem Büro aus beobachtet. Da war ich tätig im Bereich Umweltphysik, habe ein Computerprogramm geschrieben und mich einfach über die Situation gewundert. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, die Welt schien irgendwie aus den Fugen geraten und überall brannte es. Ja, es gab den Islamischen Staat. Es gab diese Flüchtlingsbewegung dann in 2015. Und ich habe geahnt, dass es irgendwas mit dem Geldsystem zu tun hat, ohne Näheres darüber zu wissen. Und ich saß in meinem Büro und habe gedacht, wir haben eine Staatsschuldenkrise. Wir haben die Situation, dass die Reichen immer reicher und immer weniger werden und die Armen immer mehr und immer ärmer. Warum machen wir nicht einfach die Zinsen negativ? Dann wird alles Geld, was gehortet ist, einfach umverteilt. Und zwar von reich zu fleißig. Und habe gedacht, so, ich bin bestimmt nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist, und habe geguckt, was gibt es denn da für Literatur. Und habe aber zunächst nichts gefunden. Da hieß es nur damals, das sei unmöglich, dass die Zinsen negativ werden. Und dann habe ich mir so meine Gedanken gemacht und habe selber Überlegungen dazu angestellt, habe versucht zu verstehen, wie das Geldsystem funktioniert. Dazu in anderen Videos mehr. Und habe angefangen, meine Seite aufzubauen. Diese Seite ist www.tim-deutschmann.de. Da sammle ich eigentlich alles, was ich so in den letzten 4 Jahren gefunden habe zu dem Thema. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin, dass es von mir ganz viele gibt auf der ganzen Welt und dass wir Teil einer großen Bewegung sind. Und dass auch die soziologischen Klassiker Wissen enthalten zu diesem Thema, dass es aber noch zu heben gilt, ja, weil nicht jeder weiß, wie das Geldsystem funktioniert. Auch die promovierten und studierten Soziologen, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler, Philosophen nicht. Ja, das ist phänomenal, aber viele Leute wissen es nicht, wie es funktioniert. Und dann habe ich angefangen, deswegen Bücher zu lesen zu diesem Thema. Angefangen habe ich mit dem Kapital von Karl Marx. Ganz wichtiges Buch. Dann habe ich gedacht, okay, ich kaufe mal eine aktuelle Version davon, von Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert. Dann habe ich mir gekauft von Kant, Kritik der reinen Vernunft. Das ist ein Buch über Erkenntnistheorie. Da geht es einfach darum, woher kommen eigentlich Erkenntnisse und inwieweit kann ich mich eigentlich auf das Erkannte verlassen. Und inwieweit hängt es von etwas ab, was schon eine Annahme ist? Ja, also solche Sachen. Dann habe ich gekauft von Hegel Phänomenologie des Geistes, weil der Geist, das ist nicht nur das, was wir hier im Kopf haben, sondern das ist auch das, was zwischen uns ist, also in unseren Gesprächen. Das ist auch Geist. Das ist die Dualität des Geistes. Der Geist ist nicht nur hier, sondern auch zwischen uns. Dann habe ich gelesen, schon vor langer Zeit, dieses Buch hier, da geht es um unsere Demografie. Ja. Warum wir eigentlich so eine niedrige, was eigentlich passiert, wenn die Geburtenrate weiter so niedrig bleibt mit unserem umlagefinanzierten Rentensystem. Und dann ging es weiter. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ziemlich wichtig ist. Das habe ich von vorne bis hinten durchgeackert. Das ist dieses Buch hier über Angst von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Kann ich jedem empfehlen. Das ist eine populärwissenschaftliche Darstellung
der klassischen Neurosenlehre. Das sind Dinge über Ängste, fundamentale Ängste, die jeder kennen sollte. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, okay, das hat alles auch was mit Religion zu tun. Da habe ich die Bibel gelesen. Ich weiß jetzt, was der Unterschied ist zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament. Hat was mit Zinsen zu tun. Und dann bin ich ins Detail gegangen. Habe mir gekauft von Max Weber Religionssoziologie, habe es auch schon gelesen. Die meisten Bücher hier habe ich schon gelesen. Religionssoziologie, ja, da geht es um die Beziehung zwischen Religion und Soziologie. Den Bezug zwischen Religion und Ökonomie im Kapitalismus ist ein Glaube auszumachen, definitiv. Und dementsprechend hat Soziologie etwas mit Religion zu tun. Das ist eigentlich eine ganz naheliegende Geschichte. Dann habe ich gekauft von diesem Mann hier sehr, sehr interessante Bücher, gehört zusammen, von Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation. Da geht es um 1200 Jahre abendländische Geschichte, wie eigentlich Staaten entstanden ist, wie unser Über-Ich entstanden ist, ja, woher eigentlich unsere ganzen Verhaltensweisen, unsere Tischregeln, Tischmanieren, unsere Gebote, wie wir uns verhalten sollen, wie all das entstanden ist, über einen langen Zeitraum beschrieben. Dann habe ich gekauft, das habe ich noch nicht gelesen. Das hier ist von einem, ich sag mal, Konservativen, der Untergang des Abendlandes, hochaktuell. Und man muss ja mit den Wölfen heulen. Also habe ich mir dieses Buch gekauft von Oliver Reutemöller, Geldtheorie und Geldpolitik. Diesen Klassiker hier, Makroökonomie. Dieses Buch hier, das kannte ich schon aus der Schule, das ist eine mathematische Beschreibung von Ökologie. Also das sind Modelle, um Ökologie oder ökologische Prozesse zu beschreiben. Und dann gab es sehr, sehr interessante Bücher, die haben mich wirklich sehr weitergebracht. Das ist dieses Buch hier gewesen, von vor 120 Jahren, Georg Simmel, Philosophie des Geldes. Das Buch kann man auch gut Psychologie des Geldes nennen. Das ist ein sehr interessantes Buch. Ist nicht ganz einfach, aber es steht in der Tradition von unter anderem Kant und Hegel und enthält eine ziemlich umfassende Beschreibung von dem, was eigentlich das Geld mit uns gemacht hat und zu was es uns verleitet und wie es unser Leben gestaltet. Und ganz am Ende des Buches findet man Überraschendes. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Der schlägt die ganz große Brücke bis zurück zu Heraklit, der damals gesagt hat, Panterei, alles fließt. Fließendes Geld. Und dann, da bin ich jetzt dabei, und das ist hochaktuell, dieses Buch von Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Das ist wirklich ein interessantes und wichtiges Buch. Und die ganzen Systemtheoretiker, die ahnen das schon. Wir haben das Geld lebendig gemacht. Wir haben dem Geld die Fähigkeit gegeben zu wachsen. Diese Eigenschaft hat in der Natur eigentlich nur lebendige Materie. Tote Materie wächst nicht von allein. Nur Lebendiges wächst. Und weil wir das gemacht haben, ähnelt der Gesamtprozess, den wir haben, dem Prozess eines Lebewesens. Und aus diesem Grund sind auch die Mechanismen, die man aus der Evolutionsbiologie kennt, übertragbar auf Gesellschaft. Ja, wir haben eine Nahrungskette im Kapitalismus. Da gibt es ganz oben gibt es die Raubtiere und ganz unten, also darunter die Pflanzenfresser und darunter die Mikroben. Ja, ganz unten Mikroben, Pflanzen, Pflanzenfresser, Raubtiere. Kennt man, ganz oben ist der Sparer. Naja, diese ganzen Bücher habe ich gelesen und das trage ich auf meiner Seite zusammen. Das Wissen daraus, und ich versuche das alles zu verstehen. Die Seite ist www.tim-deutschmann.de. Und ich hoffe einfach damit, dass ich mit meiner Arbeit alle Menschen, die denken können und wollen und
denen die Situation hier Sorgen bereitet, die wir haben, dass ich die dazu bringe, dass sie selber anfangen, über positive und negative Zinsen nachzudenken, weil das uns alle betrifft, weil wir alle mit Geld zu tun haben. Positive Zinsen bedeutet, man bekommt Zins, wenn man spart, und man gibt Zins, wenn man sich Geld leiht, also für Kredite. Negative Zinsen heißt auf der anderen Seite, wenn man Geld hat und spart, dann zahlt man Zins und man bekommt Zins, wenn man einen Kredit aufnimmt. Soweit so gut. Fortsetzung folgt.